Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ja, angezockt ist es nicht. Zu meinem Fazit von Alan Wake würde ich sagen, ich habe Alan Wake, ich lasse das jetzt einfach mal im Hintergrund laufen. Ich habe Alan Wake ja auf Twitch im Stream durchgezockt mit euch. Ich denke mal, ich werde Alan Wake auch hier zu YouTube schicken. Parts sind aber ziemlich lang, ich habe den hinter über 6 Stunden gezockt oder so. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein hammergeiles Spiel. Die Grafik, ja, die ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, ist remastered, ist klar. Kam ja damals für die Xbox 360 raus. Oder war die normale Xbox? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe es bis dato nie gespielt gehabt. Ich habe nur von einigen erfahren gehabt, ey, das soll total geil sein, das musst du mal spielen und so. Und ich muss echt sagen, hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Und muss sagen, so eine Spiele würde ich mir wirklich öfters wünschen. Vielleicht ist das ja auch das Remastered jetzt, dass es kam, der Auftakt, dass nochmal ein neues kommt oder ein zweiter Teil kommt oder so in der Art. Aber es bietet alles, was ein schönes Gruselspiel bieten muss. Ich werde doch nicht spoilern, wie es endet oder so. Ich werde euch jetzt nur ein bisschen zeigen, damit ihr so ein bisschen das Feeling spürt. Ich werde jetzt auch nicht zeigen, was ich schon freigeschalten habe. Man kann Thermoskannen sammeln, man kann. Also da muss man wirklich aufpassen. Man kann irgendwie Büchsenpyramiden sammeln. Also für die Trophy Hunt das jetzt. Abnormal viel sammeln. Also was sie da alles versteckt haben. Und ich habe nicht alle gefunden. Achso, jetzt habe ich. Nichts dergleichen war je passiert. Nein, das wollen wir nicht. Muss nochmal schließen. Ich wollte das ja nicht. Das letzte Kapitel. Ich wollte auswählen. Wir wollen das erste spielen. Ich war am Anfang sehr überrascht, wo ich sie gespielt habe, muss ich sagen. Es ist sehr linear aufgebaut. Also wir haben jetzt so. Es gaukelt uns eigentlich ein Open World vor, aber wir müssen halt einen Weg von A nach B gehen pro Level. Und da haben wir, ja, da sind wir so ein bisschen frei. Man kann so kleine Abkürzungen und so, man kann auch Sachen finden. Aber es ist teilweise linear. Folgen. Reicht. So, wir fangen einfach mit Folge 1 an, damit ihr. Nee, wir fangen nicht mit Folge 1 an. So, den Anfang, wie er spielt, das möchte ich euch schon selber überlassen. Wir machen jetzt einfach willkommen. Nee. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Und auch so zwischeneinander alle. Wir sind da. Die Verknüpfung und man deckt immer kleinere Sachen auf und. Und lernt Sachen kennen. Aber hier kommen wir jetzt. Können wir so ein bisschen laufen. Er wird uns gleich gesagt, was wir machen sollen. Wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir mit der Stadt im Hintergrund. Ich hoffe, das ist für euch jetzt von der Lautstärke so okay. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Das ist das einzige Manko, was ich habe am Spiel, das Audio. Ja, also klar, die Grafik, ihr seht, die ist jetzt nicht die aktuellste Grafik. Alan, Wir haben auch bevor es zu spät sowas ist. haben wir auch schon mal damit bei. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Auch Hast die du das Lichteffekte gehört? sind eigentlich ganz okay. Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Maine. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Und da Ich seht will ihr da ein mich bisschen wirklich nicht die Stadt. aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Also haben sie Interview? wirklich gut, von der Grafik haben Wissen sie Sie, gut Mr. Maine, hingekriegt, ich mache hier Urlaub. aber der Ton ist Eigentlich wäre es wirklich mir am liebsten, wenn meine schrecklich. Anwesenheit unter uns bleibt. Schrecklich, schrecklich, schrecklich.
Also da müsst ihr dann gucken. Ich zeig euch mal, wie ich das für mich eingestellt habe. Ich habe die Effekte so gut es geht runtergeschraubt. Musik laut, ganz laut, also die komplette Musiklautstärke habe ich hier. Musiklautstärke habe ich viel weniger gemacht und Sprache und Filmsequenzen habe ich laut gelassen. Manchmal ist es dann ein bisschen überraschend laut, manchmal ist es aber richtig so. Weil wenn die Effekte nicht so weit runter geregelt werden, dann versteht ihr nichts. Denn das war auch jetzt hier auf dem Schiff zum Beispiel. Ich kann das ja mal hochschrauben. Ich verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, weil Sie Ihre Meinung ändern. Hier geht's gerade. Aber wir haben das halt im Stream eingestellt. Weil sonst war das alles viel zu laut, die ganzen Effekte. Man hat Vögel gehört, Wasser und so gehört. Und man hat die Stimmen der Leute aber nicht gehört. Oder im Wald bestimmte Sachen gehört. Aber man hat die Leute nicht gehört. Oder wenn eine Filmsequenz war oder eine Kurz-Audiosequenz war, weil er irgendwie ein Flashback gekriegt hat, da hat man das kaum verstanden. Weil halt die Umgebungsgeräusche viel zu laut waren. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Hier haben wir dann die Manuskripte. Die möchte ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil sind ja Sammelobjekte, dass ihr das selber alles findet. Also, oder ich weiß nicht, ob man da von dem Titel her was lesen kann. Ich möchte halt nicht zu viel spoilern. Statistik kann ich euch mal zeigen, das ist meine Statistik nach dem ersten Durchlauf. Kills mit Revolver 181, Kills mit Leuchtpistole 77, Kills mit Schrotflinte 85, Kills mit Jagdgewehr 22, Kills mit Blendgranaten, da habe ich 97, die sind richtig gut. Kills mit Fahrzeug 25, da habe ich ein bisschen Autotop. Indirekte Kills 40, zerstörte Poltergeister 89, erledigte Vögel 825, verwendete Batterien, gefundene Manuskripte 79 von 106, Thermosflaschen 81 von 100, die sind wirklich gut versteckt, da müsst ihr manchmal teilweise Umgänge machen. Dosenpyramiden sind 12 Stück, ich habe 4 Stück gefunden. Aber auch nachdem ich hier mal reingeguckt habe in die Statistik, was man alles finden kann. Kisten gefunden. Kisten, das sind die Kisten, ihr findet so, wenn ihr durch die einzelnen Level geht, nochmal Kisten mit Zusatzmaterial. Brandgranaten, Batterien und was da alles so braucht, Munition. Die sind so ein bisschen versteckt, da sind immer so ein paar Hinweise. Da fehlen mir halt nur noch 10. Radiosendungen gehört, da findet ihr ab und zu Radios, die müsst ihr einfach nur einschalten. Da fehlt mir eine Radiosendung, die ich nicht gehört habe. TV-Sender genau das gleiche, TV-Sendung, da habe ich irgendwo einen Fernseher vergessen, mir eine TV-Sendung anzugucken von so einer Mystery-Serie. Aber alles unbewusst, also ich habe das immer mitgemacht, weil das zur Story gepasst hat und geil war. Schilder gefunden, 11 von 25. Wecker gefunden. Ich habe nicht einen Wecker von 10 Weckern gefunden. Starschnitte. Ja, Starschnitte. Ich habe Starschnitte gefunden. Definitiv. Ich habe 3 Stück gefunden. Aber der hat mir nicht gesagt, dass ich die abgehakt habe. Irgendwie. Ich kann es euch nicht beschreiben. Also ich weiß nicht, wo da... Ich bin auch drum rumgelaufen. Und habe gedacht, Mensch, muss ich Taste drücken oder so, ist nicht. Werdet ihr gleich sehen. Und Videospiele von 0 von 10. Ja. Geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry, ja, wir sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich war beim ersten Mal nämlich gar nicht drauf. Also da ist er zu. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird.
Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Bin ich doch. Ich fasse so, es nicht. Ich hier zum Beispiel ist ein Starschnitt. Hier. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen. Aus dem Schaufenster. So viel zum ruhigen Urlaub. Gucken, ob er das jetzt... Und sie bewahrt. Statistik. Starschnitt. Ja, 0 von 6. Seht ihr das? Ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Also man kann halt sich den so angucken, aber das ist nur die erste. Die anderen kann man sich nicht angucken. Und es wird mir halt nicht abgehakt, Starschnitt. Immer noch 1 von 6. Warum auch immer. Schuldig, wenn sie ihm verfallen und ihnen das Herz bricht, wenn sie wieder abreißen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. So. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Die Bienen gefallen mir hier. Da sind wir schon. Die werdet dann später noch besser kennenlernen. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Kokolat Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Odin und Thor. Ist das sein Ernst? Kokonat schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so will sein Rocker sein? Unglaublich. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Das ist genau mein Ding. Oh ja. Das war's. Ich bin tot. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven, wie alle übereifrigen Fans. Hallo? Jetzt lass ich mal, das ist so eine kleine, Mr. Stucky? Etwas gruselige Szene. Karl hat es leider nicht geschafft, er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Reich. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Mehr will ich euch aber dann auch nicht verraten. Der Cordon Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus seiner Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Tschüss, Mr. Wake. Seht ihr, hier kann man nichts machen. Genießen Sie es hier in Bradford. Mission erfüllt. Und, das, und dann sind wir halt hier und hier fängt er dann erst richtig an, das Spiel. Wow, das ist fantastisch, Alan. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß, ist schon gut. Alice hatte eine Phobie, Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher. Ich finde auch die Erzählart ganz gut, dass er dann halt zu uns redet. Also hier passiert irgendwas und dann sagt er, hey, ja, sie hat halt eine Phobie und so. Also immer, was er sich so denkt, erzählt er. Finde ich immer sehr interessant. So, und hier seht ihr, das ist halt ein Zaun. Wir kommen auch gleich ins Haus. Ist alles sehr linear aufgebaut, aber man kann halt so ein bisschen hier rumstromern. Natürlich, hier geht es ja nicht weiter, logischerweise. Ich habe auch länger gebraucht, ich habe mal nachgeschlagen, wie lange man braucht, wenn man die Story durchspielt, wenn man schnell macht halt. Ich habe nicht schnell gemacht.
Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Ja, den hatte ich gleich beim ersten Mal angemacht. Den hätte ich nämlich durch Zufall gefunden. Den machen wir jetzt mal nicht an. Und ich empfehle euch wirklich, grast hier alles ab, guckt nach, damit ihr die Sammelgegenstände findet. Von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude andere Hinweise auf die ganzen aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Dokumente von seinem Buch und so, also Manuskript und so. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Jetzt machen wir doch schon mal Strom an. Wenn sie das schon sagt. Ach Quatsch, falschen Knopf gedrückt. Das ist eigentlich ganz easy. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Ja, mach mal. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das. So. Alice? Schatz? Und hier müsst ihr dann immer alles wirklich gut durchsuchen. Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Hier ist ein Radio. Hirschfestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen, einen berühmten Künstler. Ach, das hatte ich. Das habe ich. So. Alan, komm her, du Schnarchnase. Ich warte. Also, hallo. Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Überraschung. Alles. In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. So. Alan, wo bist du? Hilfe! Und jetzt fängt es jetzt richtig an. Also das andere war das Vorgeplänkel kennenlernen, die Hintergründe kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier für euch... Ich möchte eigentlich jetzt hier nicht weiterspielen und ich möchte euch nicht zu viel spoilern. Alles, ich komme. Aber alles die Taschenlampe okay, kann ich euch zeigen. Ich könnt ihr denn mit R2, L2 ranzoomen. Seht ihr, dass die Batterie oben alle wird? Damit könnt ihr diese dunklen Gestalten ausschalten. Später kriegt ihr auch noch eine Waffe. Dann könnt ihr mit Steuerkreuz hoch, runter, links, rechts die verschiedenen Waffen steuern. Also ich hatte, wie gesagt, Jagdgewehr, Schrotflinte, Revolver, normale Pistole. Dann kriegt ihr aber auch Granaten. Ich habe mir die Granaten nach unten gemacht. Granaten hatte ich nach unten oder die wurden automatisch glaube ich nach unten gepackt. Links und rechts hatte ich die Waffen und nach oben habe ich mir Pistole nach links. Rechts habe ich mir das Gewehr gepackt. Nach oben hatte ich die Leuchtfackeln und nach unten hatte ich die Blendgranaten. Oder hatte ich nach oben auch das... Nee, nach unten hatte ich auch das die Leuchtpistole, die macht auch ordentlich viel Licht, damit die dann verschwinden. Aber ich will euch jetzt hier nicht so weiter, gehen wir mal zurück zum Menü. Ich will euch halt nicht zu viel spoilern. Also wirklich, mein Fazit ist wirklich ein sehr gut gealtertes Spiel. Also durch den Remastered halt wirklich nochmal ordentlich was gemacht dran. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich es damals nicht schon gespielt habe. Also es ist wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel. Die ganze Story, die Zusammenhänge, dass man Sachen finden muss und dann halt auch die kleinen Manuskripte und so, die uns so viel von der Vergangenheit sagen, was sich denn da alles aufklärt. Ich hatte in dem Spiel schon, oh, weiß ich nicht, viermal, fünfmal mindestens so einen Moment, wo ich sage, was ist denn jetzt los?
weil dann irgendwie was in der Handlung passiert, wo du mit überhaupt nicht rechnest. Und du verstehst nicht, warum. Warum ist das jetzt so? Sind die bescheuert? Und dann zum Ende her klärt sich dann halt eigentlich alles auf. Und dann siehst du richtig durch und dann denkst du, okay. Also richtig cool gemacht. Aber wie sagt der Ton? Ton ist grauenhaft. Der ist wirklich grauenhaft. Also da hätten sie, also ich und einige im Stream haben gesagt, die haben das damals schon nicht gespielt. Und ich kann mich halt nur auf das verlassen, was mir die Leute gesagt haben. Und die haben gesagt, dass schon bei der Originalversion der Ton schrecklich war. Also da müsst ihr dann mal gucken, egal wie ihr das spielt, mit Fernseh, mit Anlage, mit Kopfhörern, wie ihr den Ton dann am besten für euch abstimmt, damit ihr alles vernünftig mitkriegt. Also die Stimmen, was er sagt, die Umgebungsgeräusche, auch die Waffengeräusche und so was alles. Da müsst ihr dann, das dauert ein bisschen. Das dauert wirklich ein bisschen, bis man sich da zurechtgefummelt hat, weil ja nicht immer gerade was Kritisches passiert, wo man sagt, oh, jetzt ist das doch zu laut, jetzt habe ich den Typen nicht gehört. Oder, ach, jetzt ist das zu leise. Muss man doch wieder ein bisschen lauter machen. Also da müsst ihr dann ein bisschen selber rummachen. Ich zeige euch nochmal, wie ich es eingestellt habe. Schriftgröße ganz groß, Hintergrund Deckkraft. Videokommentare habe ich deaktiviert, die könnt ihr auch anmachen. Und bei Audio, wie gesagt, oben 4 Striche weniger. Bei Effekte habe ich 5 Striche insgesamt. Das habe ich voll. Englische Sprache deswegen habe ich aus, logischerweise. Ich will es ja in Deutsch spielen. Grafik habe ich alles aktiviert. Helligkeit müsst ihr natürlich auf euren Fernseher anpassen. Ja. So, das soll es jetzt dazu gewesen sein. Von mir einen ganz fetten Daumen hoch. Doppeldaumen hoch, hat richtig Spaß gemacht. Ich werde mal gucken, dass ich noch die ganzen Let's Plays, dass ich die dann noch hier rüber schiebe. Die müssten noch da sein bei Twitch und dann müsste das eigentlich relativ zeitnah auch hier online gehen. So, ich bin dann jetzt weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Also, Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.